Die FIS steht erneut wegen des Ski-Weltcup-Rennkalenders unter Beschuss. Felix Neureuther schreckt in der Augsburger Allgemeinen nicht davor zurück, die Verantwortlichen zu kritisieren. Das hat nichts mit Glaubwürdigkeit und Nachhaltigkeit zu tun. Die 38-Jährige weist darauf hin, dass es nicht um die Athletinnen geht. Unmittelbar der WM in Courchevel mussten die Frauen nach Kranz Montana und dann direkt weiter Kvifjell und Are fliegen. Aber die Serviceleute müssen das Ganze machen, die Strecke mit dem Auto zurücklegen, weil sie enorm viel Material transportieren müssen. Falsche Versprechungen der FIS allein. Zwischen diesen vier Rennen liegen fast 3200 Kilometer. Wenn man sich diese Strecken anschaut, ist das völlig verrückt. Der Rennkalender sollte nach diesen Aspekten umstrukturiert werden, kritisierte Neureuther weiter. Zudem stört es den ehemaligen Slalom-Spezialisten, dass viele Neuerungen und Verbesserungen, die der neue Präsident der FIS versprochen hatte, nicht eingetreten sind. Ein Rennkalender für den nächsten Skiwinter steht noch nicht fest. Sicher ist jedoch, dass die Kritik sicherlich nicht abebben wird, wenn sich die Fehler der laufenden Saison wiederholen.